Leute, herzlich willkommen zu Backseat Talking, Folge 14. 14 ist echt, wow. 14. Boah. Wir sagen jedes Mal, wow, krass, heftig. Aber noch krasser ist es einfach schon 28 Wochen her, ist, also dass wir den ersten aufgenommen haben. Also Marco, jetzt nimm mal das Mikro aus dem Mund wieder raus und erzähl den Leuten ganz normale Sachen. Du startest schon wieder. Weh, du spielst heute wieder am Mikrofon. Du, versprechen kann ich gar nicht. 14 Folgen sind schon krass. Ich hätte gedacht, wir schaffen nicht mal 3. Ja, offensichtlich haben wir es geschafft. Das ist Folge 14, aber. Das habe ich nicht bezweifelt. Das habe ich nie aber bezweifelt. Also 4 mindestens. Man kann jetzt auch schon sagen, ne? Also heute die Top 3 insane. Heftig. Wirklich heftig? Heftig. Also die Vorbereitung allein war schon, alter Verwalter, ey. Ich bin, so viel bin ich für die Top 3 noch nie gelaufen. Nö. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Geld für die Top 3 ausgegeben wie heute. Also ich habe auch versucht, noch staatliche Mittel ranzukriegen. Ja, hat es bei dir geklappt? Also ich bin nochmal auf 10.000 hochgekommen, aber... Ja, ist halt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Für eine komplette Auswertung hätte ich mehr gebraucht. Ich sag's, wie es ist. Ja, also ja, ich denke, mit mehr Zeit und mehr Mitteln hätte Top 3 dieses Mal besser laufen können. Ja. Aber nicht so schwach wie letztes Mal. Was hatten wir letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, was hatten wir letztes Mal als Top 3? Also ich meine, es wird auf jeden Fall nicht so krass wie heute, aber... Was war es? Ein Kuchen? Nee, Spiele, die keine Videospiele sind. Genau, stimmt. Da mussten wir nicht so viel Geld ausgeben für, das stimmt. Nee, das ging. Aber diesmal ist heftig. Und ich spoilere auch jetzt schon mal, also nach der 2v2 sind wir dann auch spätestens dann sind wir gecancelt. Gut, also da bin ich heute mega gespannt, weil du hast mir eine Nachricht geschrieben. Also, was hast du geschrieben? Warte mal, ich such die mal kurz raus. Der Jan hat mir... letzte Woche oder so geschrieben, ne? Mhm. Wie sieht das aus mit dem... Hast du noch so viele Haare? Nee, da. Ich habe gerade die krasseste 2v2-Frage aller Zeiten gefunden. Mhm. Sag nächste Woche lieber ab. Ja. Also, ich erwarte einiges heute. Wie gesagt, also ich denke, das wird auch die letzte Folge sein, weil... Also dann finden wir nirgendwo mehr statt. Das Internet wird uns auseinandernehmen und dann eine Schicht im Schacht. Dann gehen wir ins Darknet. Fuck it. Oh, Podcast im Darknet wäre aber auch geil. Ja, da gibt's ja auch sowas. Oh. Twatch. Backseat Talking, der Darknet-Podcast. Geil. Oh, das ist auch wild, ja. Das ist echt ein bisschen sehr krank. Aber ja, Marco, bevor wir zu den extremen Sachen gehen. Ja. Ich hätte so ein, zwei Themen. Okay. Hau raus, ich habe heute nicht so viele Themen. Also ich hab ein Thema, da glaube ich aber, dass du wieder gar nichts mitbekommen hast. Sagte die Twitch-Streamerin Amaranth etwas? Ja. Also das habe ich sogar mitgekriegt. Ach ehrlich, okay. Ja. Ja, also kurz zur Aufklärung, ist eine Streamerin aus dem englischen Raum, die, das ist schon Streaming. Also schon. Der Content ist ja erstmal nicht aussagekräftig für das, was du tust. So. Ja. Aber zumindest war sie sehr dafür bekannt, aufreizend gekleidet zu sein, mit sehr viel Ausschnitt. Nennen wir es gekleidet. Also, ja. Und ihr Content bestand, ich würde sagen, so zu 90% aus ASMR. Und wenn ich ASMR sage, meine ich Ohrenlecken. Okay, das wusste ich noch nicht mal. Ohne Spaß, das ist das, was die da machen. Also die haben halt wirklich diese Mikrofone, die aussehen wie ein Kopf und die lecken da wirklich über diese Ohren drüber. Wirklich lecken. Ja, wer es geil findet, mein Gott. Ja, es ist jetzt schon, also das steht jetzt aber nicht zur Debatte eigentlich gerade. Nee, ist ja auch real. Aber es hat sich rausgestellt, dass sie das eigentlich gar nicht auf freiwilliger Ebene macht. Also, dass sie mehr oder weniger von ihrem, ich glaube, Ehemann dazu gezwungen wird, das zu tun. War das nicht irgendwie, so wie ich das mitgekriegt habe, Ex-Ehemann oder so? Soweit ich weiß, sind die immer noch zusammen, auch jetzt immer noch. What? Okay. Also, ich habe... Ich hab mir die Videos nicht angeguckt, ich habe das nur über Stay halt, der hat darüber ein Video gemacht. Grüße gehen raus an Stay. Ja.
Grüße. Ich habe halt jetzt nochmal Videos gesehen von ihr, von, ich glaube, gestern, wo sie dann halt in, ich sage mal, normalen Klamotten, saß halt in einem Oversize-Hoodie vorm PC einfach nur. Okay. Und hat halt gequatscht. Ja. Ja, sie wurde ja sogar live während des Streams von ihrem Typen da angerufen, ne? Oder die haben sich geschrieben oder irgendwas. Ja. Und der hat die dann richtig hart fertig gemacht. Genau, genau. Oder es gab dann irgendwie einen krassen verbalen Austausch oder so. Genau, sie hat geheult wie verrückt. Er hat die ganze Zeit von wegen so, ja, ich nehme dir alles weg und ich mache dich fertig und pipapo. Und scheinbar ist das wohl schon immer so gewesen. Nur sie hat ihn wohl auch schon häufiger aufgenommen, sagt sie. Aber er hat immer abgelehnt, sich das anzuhören. Und laut ihrer Aussage jetzt war es dann wohl so das erste Mal, dass er es halt wirklich mal gehört hat, wie er reagiert und sie behandelt. Und wollte sich dann jetzt Hilfe holen. Ernsthaft. Aber warum weiß er nicht, wie er drauf reagiert? Ich meine, er sollte das doch mitkriegen, oder? Eigentlich weil schon. Er ist es ja so. Du weißt. Ja, vielleicht haben eine andere Wahrnehmung. Mit, wenn man das ja, Problem gut, ist. Ich habe es halt auch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie krass es jetzt war. Aber ich denke mal, wenn das schon so krass ist, dann weiß ich nicht. Dass das wieder gesehen wird, ja nur die Spitze des Eisbergs sein, schätze ich mal. Ja, denke ich mal, wenn das schon irgendwie jahrelang geht. Und zumindest, also der hatte wohl auch die ganzen Rechte an ihren Bankaccounts und so. Ach du Scheiße. Und hat ihr wohl mehr oder weniger auch immer vorgeschrieben, was sie machen soll mit dieser ganzen ASMR-Meta und so. Dass sie das halt immer weiter durchzieht und so, immer mehr Geld reinkommt. Und ja, natürlich hat sie eine Menge Kohle gemacht in der Zeit jetzt. Und ich glaube, sie könnte auch von heute auf morgen einfach aufhören. Weil ich glaube, sie braucht ihr ganzes Leben wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Aber es ist schon krass, aber es wirkt anscheinend so, als wenn sie weiterhin mit ihm zusammenbleibt. Was ich heftig finde. Ja, okay, gut. Man weiß halt nicht, ne, man sieht ja nur das, was nach außen getragen wird. Man weiß nicht, was im Hintergrund alles stattfindet. Ja, ob das jetzt wirklich alles auf freiwilliger Basis oder keine Ahnung. Du, ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man ernsthaft in einer toxischen Beziehung lebt. Also ja, deswegen. Wie man da wieder rauskommt und so, das ist, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich. Ja, vor allem, wenn es halt auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit, was heißt ein bisschen, wenn es vor allem in die Öffentlichkeit getragen wird, ist, glaube ich, auch nochmal eine Schippe krasser. Aber sie ist, glaube ich, auch die erfolgreichste Streamerin, oder? War das weltweit, so? Ja. Auch krass. Ich glaube, ich sollte auch einfach ein bisschen mehr Brust zeigen. Du, also ich denke, so ein offenes Hemd oder so, das würde ich schon. So ist doch gut, oder? Also ich kann mich, da war ein bisschen viel jetzt. Wo hast du einen Neipel gesehen? Nee, aber ich finde das sehr, sehr krass, dass man mit so einer Größe quasi immer noch unterdrückt ist und es eigentlich nicht so machen möchte. Ja, das schon. Und sie halt jetzt halt gesagt hat von wegen so, also gut, man könnte jetzt auch ganz krass sein und sagen von wegen, ey, das ist irgendwie alles ein bisschen weird, aber sie hat halt jetzt auch gesagt von wegen so, ja, sie fühlt sich jetzt halt frei. Dass sie halt normale Klamotten tragen kann und nicht mehr so rumlaufen muss da im Stream. Ja, aber das ist halt dann, kriegt sie halt kein Geld mehr, ne? Du, der guckt sich die Scheiße noch an. Ich glaube, dass sie durch diesen Wandel jetzt und diese Aufmerksamkeit, die sie jetzt noch bekommen hat, ich glaube, sie wird jetzt noch größer als vorher. Wahrscheinlich am Anfang, aber bis das dann irgendwann abebbt. Wird sich ich halt denke, zeigen. Das geht schon relativ fix. Ich meine, bisher, das, was sie halt bei ihrem Vordergrund stand, war halt ihre Brüste. Ja. Gucken, ob ihre Persönlichkeit mithalten kann. Ja. Aber zugegeben, also ich finde sie jetzt auch nicht unsympathisch. So, ich grundsätzlich. Ich kenne nichts von ihr, also ich habe ihre Streams halt nie geguckt. Ich auch nicht, also. Nee, aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt, weil das ist schon ein schlimmes Thema, so. Aber es ist cool, dass es dann halt durch solche Größen halt auch mehr rauskommt. Ja, das stimmt. Aber schon krass. Du, Jan, hast du zufällig den Last of Us Trailer gesehen? Spielt Tom Holland mit? Das ist nicht Zelda. Ach so. Ja, aber du bist auch gerade überrascht davon, dass es einen gibt? Ja. Also Ich glaube, der kam vor 2 Wochen oder so, vielleicht sogar noch früher. Und bei mir ging das auch total vorbei.
Auf einmal war dieser Trailer da, aber auch schon länger draußen. Was? Und der ist von HBO. Und es spielen, also, Alasawas kennst du ja so ein bisschen, ne? Ich glaube, du spielst es ja nicht. Nee. Ich hab's auch nie gespielt. Aber es ist gerade, also hier Joel wird von Pedro Pascal. Also Mandalorian, AKA, oder? Genau, Mandalorian oder Oberyn Martell von Game of Thrones. Ah, stimmt, ja. Und was witzig ist, Ellie wird von Bella Ramsey gespielt. Die hat, ist ja aufgeschrieben, Lyanna Mormont, das kleine wütende Mädchen aus Game of Thrones. Oh, nein, wie heißt der kleine Bär? Ja, genau. Oh, die liebe ich. Die spielt Ellie. Nein, wie geil. Also, guck dir mal den Trailer an, sieht schon sehr gut aus. Aber wird das ein Film oder eine Serie? Das ist eine Serie. Aha. Soll nächstes Jahr rauskommen. Aber wie gesagt, ich habe auch nichts irgendwie mitgekriegt. Es gibt auch irgendwie keinen Hype oder sowas, weil ich hätte irgendwie erwartet, wenn das verfilmt wird, dass es irgendwie mehr hochkommt. Ich habe auf Reddit noch gar nichts von gelesen. Vor 3 Wochen sehe ich hier. Ja, siehst du? Also es ist schon länger draußen, aber. Krass. Das ist okay. Das ist ja wirklich komplett untergegangen irgendwie. Ja, und es sieht echt gut aus. Also es macht Bock. Drauf. Und da ich es auch selber nie gespielt habe, finde ich es eigentlich auch geil, das dann so zu gucken, weil es ist ja eigentlich eher ein inaktiver, nicht inaktiver. Filme sind meistens inaktiv, ja. Nein, ach Gott, Alter, wie heißt denn das? Bin ich gerade dumm? Halt ein Film, den man spielt. Also, Moment, was? Nein. Es geht jetzt nicht um Skill oder so, sondern einfach nur, die Story ist halt so gut. Weißt du? Ja, die nehmen doch einfach die Story aus dem Spiel wahrscheinlich. Ja, denke ich mal, ja. Gut, alles andere wäre ja. Nee, ich meine jetzt halt das Spiel an sich. Ach so. Interaktiv, ach. Nicht inaktiv, ein interaktiver Film. Ach, du redest vom Spiel. Ich dachte, du redest jetzt von der Serie. Ach so. Nee, jetzt rede ich gerade vom Spiel. Und das ist halt, wie gesagt, ein interaktiver. Alter, schon wieder. Interaktiver Film. Ja, ich glaube schon. Also du hast bestimmt auch Laufpassagen, aber ich glaube viel mehr als das ist es, ja, glaube ich nicht. Ein paar Shooter-Einlagen ist ja auch, aber ich glaube, das ist alles eher nebensächlich. Ja. Dass da eher die Story im Vordergrund steht. Okay, aber das ist jetzt ja stark. Habe ich mir schon überlegt, gucke ich mir jetzt nochmal, also ich werde es selber wahrscheinlich nicht spielen, aber gucke ich mir nochmal ein Let's Play vorher an oder gucke ich mir die Serie an, blind? Also ich würde, glaube ich, die Serie eher blind gucken. Das glaube ich auch. Weil die werden wahrscheinlich nicht viel an der Story ändern. Glaube ich auch nicht. Wird es wahrscheinlich einfach besser sein, die Serie zu gucken. Das Spiel ist ja auch sehr für seine Story bekannt, ne? Also von daher, warum sollte man etwas, was anscheinend ja sehr, sehr gut ist, warum sollte man das ändern, ne? Ja, genau. Aber geil, guck ich mir nach dem Podcast auf jeden Fall mal an, ey. Jo, mach das. Ich habe mir auch in den vergangenen 2 Wochen noch was anderes Altes angeguckt. Und zwar war ich nochmal im Kino für den ersten Avatar-Film. Ei. In 4D. In 4D? Ja. Wo ist er dann noch? Geschlagen oder so? Nee, die haben halt so in dem Kino sind halt so Sitzbänke, wie halt in einem normalen Kino, aber die bewegen sich leicht. Also die, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn das fliegt, dann lehnt sich das halt so in die Richtung, wo es so fliegt, damit du es so ein bisschen immersiver hast. Ja, oder diese Action-Sitze. Es kommt irgendwie so ein bisschen Wasser ins Gesicht oder so. Es gab so ein Typ niest dir in die Fresse. So fühlt es sich ein bisschen an, ja. Ich war auch, und dann gibt er dir so einen Corona-Test. So negativ. Ich war auch krank danach, aber das ist ein anderes Thema. Aber es war halt auch geil, weil es gab Szenen, wo er dann im Film so ein bisschen Regen ist oder so ein bisschen tröpfelt. Ja. Und es sind halt wirklich Tropfen auch von der Decke gekommen. Das fand ich schon, das war schon stark irgendwie. Ich bräuchte es nicht wieder, muss ich ehrlich sagen. Ja, es gibt ja auch im normalen Film, also Normalfilme, gibt es ja auch diese Action-Sitze. Mhm. Aber ich würde da, also mir sieht das echt zu anstrengend aus. Ich saß mal hinter solchen Dingern und weiß nicht, also mich hat es einfach nur genervt, allein schon dahinter zu sitzen. Es gibt auch Kinos, wo nur ein paar Sitze so sind. Ja. Das ist also irgendwie eine Reihe oder so oder nur 2 oder 4 Stück. Okay, das ist sehr merkwürdig und da habe ich mir gedacht, Alter, und die Leute da drin so, ja, vor allen Dingen, also wir haben das ja noch nie erlebt. Ne, und ich komme da schön rein mit meinem Popcorn, mit meiner Cola. Cola nochmal aufgefüllt vorher, so Oberflächenspannung gearbeitet. Natürlich so viel wie geht, immer. Und ich sitze da so
beim Popcorn so im Arm, denke mir so, na geil, Trailer gucken, und schon im Trailer wird dir das Ganze so vorgestellt, wie das funktioniert. Das ist mit so einer Entführungsgeschichte und mit so einem Motorrad und so, dass die Sitze so richtig schön mal einmal abgehen, ne? Damit du merkst so von wegen so, ja, das erwartet dich jetzt. So schlimm war es nicht, okay. Aber es war ja wirklich so, du sitzt da mit dem Popcorn so. Leute! Ich hab zwei, dreimal wirklich Angst um mein Popcorn. Hast du gebrochen? Nee, aber Sonja, glaube ich, also Sonja war schon ein bisschen komisch. Also soweit ich weiß, hat sie darüber nachgedacht, ob sie sich daneben auf die Treppen setzt. Also die hat das, glaube ich, noch weniger gefühlt. Aber war ich das ganze Kino damit voll? Ja, oder? Der ganze Saal. Sind die nicht auch mega laut? Nee, das Einzige, was was halt nervt, ist, wenn so dieses Wasser von vorne so gesprüht wird. Weil du hast zumindest diesen Sprühsound, genau. Ja. Der reißt dich ein bisschen aus der Immersion so raus. Ja, das glaube ich, das würde mich auch nerven. Und ich muss sagen, also der Planet von Avatar stinkt halt auch scheiße ekelhaft. Das war mit Geruch auch noch. Wie ist das? Pandora, ne? Heißt ja, ich glaube so. Also, wahrscheinlich stinkt einfach nur dieses Wasser so, was die da sprühen. Aber es war halt jedes Mal, wenn das alte Putzwasser kommt. die sind halt aus diesen Anlagen raus, auf diesem Planeten, und es kam immer so, und dann denkst du, boah, das stinkt total nach Scheiße. Und was auch richtig dumm war, weil es ist ja dann auch dazu noch 3D, ne? Und ja, wir haben unsere Tickets online gekauft und sind dann da rein. Und waren zuerst an der Kasse, weil wir halt fragen wollten, von wegen so, hier zeigen wir das nur hinten vor oder hier direkt. Und der sagt dann, nee, einfach direkt hinten bei meiner Kollegin. Können Sie direkt zum Saal gehen? Wir so, ja, okay. Und dann gehen wir da so hin, dann holen wir unser Popcorn etc., gehen hoch zum Kino. Gar keine Brille, hä? Ja, gehen in den Saal und sehen so, okay. Hier haben Leute schon eine Brille auf. Wir haben keine Brille. Ja, die kriegst du eigentlich immer unten beim Ticketmann. Ja, aber irgendwie, der hat auch nichts gesagt oder so. Weiß ich nicht, ich finde, es gehört zu seinem Job, dass er dann auch fragt, ob wir Brillen haben. Ja, das finde ich aber auch. Das stimmt. Ja. Nee, gut, ich war auch echt lang nicht mehr in einem 3D-Film, weil ich es einfach scheiße finde. Ich brauche 3D halt überhaupt nicht. Nö, ich auch nicht. Aber ich finde, das sollte halt echt schon drin sein, dass mal wie jetzt gefragt wird. Das gut, wenn du jetzt so eine gesehen aufhast, ja, okay, dass er dann sagt, oh, ich sehe schon, geht ruhig. Ja. Aber nee. Und dann bin ich halt nochmal ganz schnell runtergejietet und habe nochmal schnell zwei Brillen gekauft. In welchem Kino warte? In dem neuen in Kassel. In dem Film. Ja, Film, Uni, Cine. Ja, ja, irgendwas mit Film. Ist aber ein geiles Kino. Also mir gefällt das. Das ist sehr schön. Haben sie sehr gut. Davor war es ziemlicher Schmutz, also nach Uferpalast. Ja. Also da war ich, glaube ich, zwei, drei Mal, und ich fand das überhaupt nicht gut. Also allein von der Filmqualität fand ich es richtig scheiße. Der Sound war richtig Müll. Also da war jetzt wirklich alles ziemlich gut, fand ich. Ja, ja, also das fand ich, als wir, ich weiß gar nicht, in welchem Film wir waren. Ich glaube, Marvel, Doctor Strange war es, glaube ich. Ah. Oder wenn Ace noch da ist, der war mit. Das war gut, also war richtig gut. Ich finde es halt so weird, in dem Kino ist es so, dass man halt für Getränke und Snacks und so, dass das Ganze halt über so ein Terminal läuft, so ein bisschen wie bei einem McDonald's. So, man kann halt an ein Terminal gehen und kann dort über ein Touchscreen kann man Sachen bestellen und direkt da bezahlen, hat einfach nur so eine Zahl, mit der man dann halt das einfach nur abholt. Das das war überraschend viel Zukunft plötzlich für mich. Ja, das und damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das stimmt. Aber ja, war ein Erlebnis, das brauche ich aber auch nicht nochmal. Und der Film ist immer noch. Ist immer noch ein sauguter Film, muss ich zugeben. Findest du ja. Ja. Also wirklich, ich finde, Avatar unterhält einen wirklich gut. Dafür, dass es so ein langer Film ist, finde ich, kommt er einem sehr schnell vor. Also es ist schnell durch. Also ich finde, durch die Schauwerte ist er halt extrem krass. Deswegen, also im Kino würde ich mir definitiv, glaube ich, auch nochmal angucken. Mhm. Aber zu Hause halt nicht. Nö, glaube ich auch nicht. Die Story ist halt, ja, Pocahontas. Ja, und klar, die haben da jetzt das Rad nicht neu erfunden. Das ist eine Geschichte, die du schon 15 Mal gesehen hast, so gefühlt. Aber ja, es ist trotzdem ein saugeiler Film. Und
Dadurch, dass also jetzt die neuen Teile jetzt ja auch anfangen, ja, dachten wir uns, ist bestimmt eine gute Idee, nochmal Avatar zu gucken. Nochmal überhaupt auffrischen. Ja. Die blauen sind die guten. Ja, die blauen sind die guten, das stimmt schon, aber das ist wie bei die Schlümpfe. Sind? Ich glaube, South Park hat das doch sogar verarscht. Sind bei den Schlümpfen die Schlümpfe die guten? Ja, ja. Okay. Ich glaube schon. Ich habe auch lange keine Schlümpfe mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Es gab da irgendwie noch so Neuverfilmungen von die Schlümpfe, oder? Ja, aber mit Schlümpfe. Neil Patrick Harris, glaube ich. Ich habe den Film sogar gesehen. Echt? Irgendwo kommt überhaupt Gargamel drin vor? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil es wurde doch mal, es war ganz schön antisemitisch, glaube ich. Doch, ich glaube, der kommt vor, weil es kommen auch böse Schlümpfe vor. Böse Schlümpfe? Ja, Gargamel hat doch so böse Schlümpfe gezüchtet. Das sind dann, pass auf, Schlümpfe. Danke. Ja, dann macht's gut, ne? Hm? Marco, wollen wir in eine Kategorie reingehen? Oh, gerne, ja. Oh, ich dachte, du fragst nie. Ich würde heute gerne mit Top 3 anfangen. Ja, okay. Weil. Oh, aber. Wegen 2v2. Ja, ja, nee, nee, irgendwas müssen wir anfangen. Und 2v2 heben wir auf. Du hast mich dazu sehr gehypt. Aber boah, ey, also die Top 3 wird auch. Hui, hui. Oder, warte. Ich habe ja sogar noch einen Fact. Moment, du hast noch einen Fact? Ich habe sogar noch einen Fact. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Willst du jetzt mittendrin? Ja, ist ein kleiner Fact. Ja, okay, wenn es nur ein kleiner Fact ist, dann nehmen wir den. Fangen wir wieder mit einer Frage an. Oh ja, ja. Ja, warte, ich bin noch nicht im Fragemodus, ich trinke noch einen Schluck, warte. Vielleicht weiß es. Biofact. Da wird hier schon gewählt. Okay, ich bin bereit. Ja. Weißt du, warum Pflanzen grün sind? Oder die meisten, sagen wir es so. Ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wieso überhaupt irgendwas die Farbe hat, die es hat. Nee. Okay, gut. Es liegt einfach daran, weil dieses Chlorophyll, was in den Blättern ist, das absorbiert jedes sichtbare Licht von rot bis blau, außer grün. Das lässt es durch und deswegen scheinen die grün. Moment, jetzt von innen nach außen, oder? Ja, es strahlt ja sozusagen da durch. Es strahlt durch die Blätter durch. Wer? Moment, wo? Es lacht jetzt nochmal. Ja, von Licht. Sonne, oder? Ja, genau, okay, das Sonnenlicht, also, ja. Wir fangen nochmal von ganz vorne an. Die Sonne scheint. Genau, und das Licht besteht ja aus mehreren Wellenlängen und jede Wellenlänge spiegelt sozusagen eine Farbe wieder, könnte man sagen. Und da dies alles zusammen ist, ist es sozusagen weißes Licht und es sind alle Farben gemischt. Und die treffen dann auf so ein Blatt. Und in dem Blatt sind Chloroplasten, das sind diese in den Zellen. Und in diesen Chloroplasten ist Chlorophyll. Das ist ein Farbstoff. Und der absorbiert das Licht bis auf grün. Und lässt dann nur grün sozusagen wieder raus. Deswegen sind Pflanzen grün. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es noch einfacher erklären kann. Aber diese, das, warte mal. Warte mal. Die sind aber schon wirklich grün. Na, eigentlich nicht. Also was? Eigentlich ist es farblos. Eigentlich ist alles farblos. Aber wenn halt das Licht drauf trifft und nur grünes durchgeht, also es gibt ja so verschiedene Arten, wie man Farben sehen kann. Okay, es artet doch ein bisschen aus. Es gibt verschiedene Arten, wie man Licht wahrnehmen kann. Einmal, wenn du zum Beispiel Licht zum Beispiel von der Sonne oder von der Lampe kommt, dann kommt da erstmal weißes Licht und es kommt halt drauf an, zum Beispiel bei einer Wand oder bei einer Farbe an der Wand, da wird dann auch gewisse Farbe absorbiert und reflektiert dann auch nur eine andere Farbe sozusagen. Oder es geht zum Beispiel beim Bildschirm, da werden halt bestimmte Wellenlängen und Farben ausgesondert, abgestrahlt. Deswegen ist das halt eine andere Farbe. Und bei Pflanzen, die nehmen das Licht auf, weil die brauchen das Licht, um halt Photosynthese zu betreiben. Aber halt nur gewisse Wellenlängen. Also gewisse Wellenlängen an Licht können die gut verarbeiten. Bis auf grün. Und das lassen die dann einfach durch.
Ja, also so wie alles, aber bei Pflanzen hat es einen Grund und der ist bei so ziemlich allen Pflanzen gleich. Ja. Ich fühle mich nicht so, als hätte mir das jetzt ernsthaft was gebracht, Marco. Ja, gut, schade. Ich erkläre dir das nochmal in einer ruhigen Minute. Dann mache ich nochmal eine PowerPoint-Präsentation. Weil ich dachte, das hätte jetzt irgendwie was. Also ich habe jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Noch mehr? Ja, das ist ja eigentlich aus demselben Grund, wie so andere Sachen grün sind. Also nur, dass die das halt irgendwie an. Ich verstehe es immer noch nicht, glaube ich. Okay. Okay. Ja, okay. Ja, ich dachte, es wäre ein coolerer. Ja, gut. Jetzt hätten wir auch abkürzen können. Pflanzen, ne? Das sind auch weirde. Gut, okay. Lassen wir das mit dem Fact. Dieses Mal wird es ein. Vielleicht wird es nächstes Mal anders. Dann kommen wir zu unserem Top 3. Wir haben es ja schon ein bisschen größer angekündigt, dass wir wirklich diesmal keine Kosten und wirklich keine Mühen gescheut haben. Ja. Jan hat sich schon staatliche Mittel rangeholt, ist leider nur an 10.000 gekommen, um unsere Top 3 aufzustellen. Ja, und hatte dann halt auch nicht genug Geld und Zeit dafür. Also. Ja, also es ist leider wirklich, es ist schwierig, es ist extrem schwierig. Ich denke auch, das ist etwas Allgemeines, wo die Forschung wirklich hinterher ist, weil, also, es gibt ja viele Bereiche, die wirklich von der Menschheit noch besser erforscht werden sollten. Es wird ja auch immer wichtiger, es wird immer wichtiger. Gerade in der jetzigen Zeit, also. Ja. Wenn man sich drauf anguckt, was so in der Welt los ist, ja, mit der Situation. Ist diese Top 3 definitiv ja. relevanter denn je, kann man nur sagen. Ja. Ja, willst du es sagen, soll ich sagen? Sag du ruhig. Ich glaube, wir müssen kurz eine Pause. Okay, es sind Top 3 Brot und Brötchen auf Belege. Brot und Brötchen Belege. Meine Damen und Herren, die Top 3. Ich habe jetzt Aufstriche geschrieben, aber ich habe eigentlich keinen Aufstrich. Ich habe Sachen, die man aufs Brötchen tut oder so. Genau, und dann sich in den Mund steckt und isst. Im besten Falle ja. Hoffentlich. Oder einfach nur zur Deko geht auch. Warte mal, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Dann machen wir das nächste Woche. 2 Wochen. Ja, also ich habe jetzt wirklich legit einfach nur nach Geschmack gegangen. Aber Optik ist eigentlich schon ein Punkt. Klar. Nein. Ist mir doch egal, wie das aussieht. Außer es sieht halt aus wie, weiß ich nicht, Kotze. Ich finde, das Auge, das isst schon mit. Nee. Und sagen wir mal ganz ehrlich, so ein Mettbrötchen sieht doch einfach scheiße aus, wenn es hier neben mir steht. Also, oh, damn it. Ah, jetzt habe ich schon wieder. Ich hätte doch wieder länger drüber nachdenken. Ich fange jetzt einfach mal an. Fang mal an. Meine 3 ist ganz simpel eine Scheibe Käse. Ich habe da jetzt erstmal keinen speziellen genommen, weil ich viele eigentlich ganz geil finde. Aber ich finde so, die so ein bisschen kräftiger sind. Ne? So Maßdammer, Edamer, sowas finde ich immer ziemlich geil. Und das ist doch, also das ist auf jeden Fall schon mal meine 3, also das esse ich gerne. Aber du hast doch bestimmt trotzdem eine Lieblingssorte hast du bestimmt, oder nicht? Ich glaube Maßdammer. Ja, würde ich jetzt mal so callen, Maßdammer. Okay. Ja, meine 3 ist ähnlich. Mhm. Allerdings muss ich sagen, für mich reicht das nicht so. Also meine grundsätzliche Lieblingssorte Käse wäre Tilsiter. Mhm. Auch gut, Tilsiter, ja. Sehr, sehr gern. Schmecken die Löcher am besten. Ja, vor allem, die sind so klein, die kann man so schön wegsnacken. Das stimmt. Aber also für mich ist es häufig auch eine Kombination aus Sachen. Und zum Beispiel einfach nur Käse auf einem Brötchen. Ja, finde ich ganz okay. Aber ich finde Käse und Salami gleichzeitig auf dem Brötchen. Ja. Das ist für mich schon ziemlich, ziemlich cool. Deswegen ist das auch auf meiner 3. Ja. Finde ich auch gut, aber ich muss sagen, nur Käse finde ich noch einen Ticken besser. Aber es kommt halt auch immer auf die Situation drauf. Okay, gut, komm. Ja, das ist auch eine scheiß Top 3, ey. Ich finde die super. So null Möglichkeit, über irgendwas zu reden. So, ja, ich find nur Käse besser, also. Platz 2. Ähm,
Meine zwei. Ja. Ist Erdnussbutter mit Honig. Oh, jetzt haben wir wieder eine Kombi. Mhm. Oh, ich finde ja nur Erdnussbutter besser. Nur mit Salami, ist auch ganz geil. Nee, Erdnussbutter nee, mit also Honig. Ja, weil ich finde, Erdnussbutter ist geil, aber da fehlt mir so ein Ticken Süße. Und da mache ich dann immer noch so einen Schnuff Honig mit drauf. So ein, so dieses, dieser Drück. Ja, meistens nicht aus diesem Drück, aber so einfach so ein bisschen, so einen schönen, leichten, also so ein bisschen, so eine ganz kleine Schicht. Mhm, da wird nicht, darf halt kaum zu erkennen sein. Man darf ihn nicht sehen. Okay, okay. Ich kann es mir erstmal gar nicht zusammen vorstellen, muss ich zugeben, aber ja. Aber da ist natürlich dann jetzt auch wieder, ne? Marco, du bist mir ein bisschen zu unspezifisch heute. Ich merke schon, du hast. Soll ich sagen, was für ein Honig oder was? Tannenspitzenhonig oder was? Ein bisschen gestudert, sind wir doch mal ehrlich, ja, heute. Ja, es tut mir leid. Okay, dann mache ich es ganz speziell. Dann also, du sagst mir erstmal keine Käsesorte. Jetzt kommst du hier mit einfach nur pauschal Erdnussbutter, pauschal Honig. Ja, sag mal, was soll denn das jetzt für. Also da prangere ich dich jetzt auch mal an. Ja, okay, dann prangere ich zurück. Wieso? Fick dich! Okay, also. Masterbar, geil. Ohne Salami. Ein bisschen Butter drauf, aber nur ein bisschen. Oh, über Butter haben wir gar nicht gesprochen, stimmt. Ja, aber das ist bei der Platz 1 halt auch wichtig. Und dann Erdnussbutter, ein bisschen. Daumendick. Butter ist schon relevant, stimmt. Entschuldigung, noch Entschuldigung. Also ja. Bei Käse am besten noch gesalzene Butter, richtig geil. Ja, Erdnussbutter, Crunch. Also so mit nur Stücken. So ein kleines Stückchen. Ja, geil. Okay, ja. Und dann halt so ein, oh, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach einen weißen Honig. Gut, dann kommt das mit meinem, man darf ihn nicht sehen. Auch nicht mehr, weil den weißen Honig sieht man immer, aber den finde ich halt auch am geilsten. Aber am besten, du nimmst halt die Brötchen, zwei Hälften, auf der einen Seite Erdnussbutter, auf der anderen Seite den Honig. Zack, fertig. Erdnussbutter, Honig, Brötchen. Peanut Butter Crunch. Jelly, ja, ja. Yes. Quasi nur mit Honig Jelly, halt. Peanut Butter, ha, nee. Peanut Butter, ha, nee. Ha, nee. Peanut Butter, hey. Peanut Butter, hey. Peanut Butter, hey. Baseball, Bett. Das sing ich dann auch hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Erdnussbutter weiß ich schon noch so, also ja, crunchy und halt die creamy. Bei Honig, ich habe keinen Plan, wie welcher Honig schmeckt, ganz ehrlich. Also ja, ich weiß es einfach legit nicht. Ich finde, weil ich mag, glaube ich, den weißen, also der so richtig, der halt nicht durchsichtig ist, ne? Ja, Entschuldigung, der ist dann auch so ein bisschen fester. Ach Mann, ey, das ist auch eine Folge, du, ey. Der muss im Glas sein. Der hat auch so eine Konsistenz, die finde ich halt geil. Das hat so ein leichtes, das klingt doof, aber auch so einen leichten Crunch, könnte man sagen, weil es auch so ein bisschen der Zucker da drin ist, so ein bisschen kristallisiert. Das ist eigentlich ganz geil, deswegen ist er halt auch nicht durchsichtig. Ja, ja. Ich glaube, ich kaufe eigentlich immer nur diesen Honig in der Squeeze-Flasche, glaube ich. Also wir haben auch Honig immer mal in Gläsern gehabt. Dann erstickt eine Meeresschildkröte dran, toll. Das kann ich auch freuen. An dem Honig? Ja, an der Scheißbank. Du sollst doch deiner Schildkröte keinen Honig geben, sage mal. Mit meiner Verpackung in Cannabis noch was einkochen, aber bei dir steckt da nicht direkt dran. Ich glaube, wenn so eine Schildkröte so ein Honigglas im Kopf kriegst, ist auch nicht cool. Oh. Gut. Also mit unseren Top 2 sind wir auf jeden Fall gut beim Meeresschildkröten abschmeißen und du lässt sie ersticken. Ey, das ist nicht meine Top 2, das war einfach nur mein Senf zu deinem Honig dazugeben. Oh, war das jetzt schon ein Hint auf deine 2? Nee, ich hasse Senf. Okay. Senf und Honig. Ich würde, oh Gott, das ist aber schwierig jetzt für mich. Oh, ich glaube, ich gehe mit einem Klassiker. Warum? Nutella. Oh, ja. Aber da muss auch Butter drunter. Also, ja. Also ja. Brötchen, Butter, Nutella. Also die Butter muss auch dicker sein als Nutella. Und dicker als das Brötchen. Eigentlich brauchst du gar kein Brötchen. Eigentlich nur Butter essen. Den Block Butter, ein bisschen Nutella drauf. Das dann wieder runternehmen, weil es schmeckt scheiße und dann einfach die Butter futtern. Ja. Geil. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, als ich als Kind aus Versehen ein Stück Butter gegessen habe? Aus Versehen. Ja, wir waren mal auf so einer Familienfeier und da war ein Buffet und da waren halt so kleine Butterwürfel
Und der kleine Jan dachte, das wäre Käse. Da hat sie so einen Butterwürfel mitgenommen. Und hat sich einfach so in den Mund gesteckt und hat dann festgestellt, fuck, es ist Butter. Und fuck, es ist geil, gib mir mehr. Ja, und dann sehe ich halt so aus, wie ich aussehe, ne? Da kannst du nichts machen manchmal. Ja, okay, ja, ja. Nutella fühle ich. Butter auch. Butter auch. Ja, fühle ich leider ein bisschen zu sehr, weil. Bist du halt Butter-Fan, ne? Nein, sicher. Nein, Butter ist nicht einfach nur deine Eins, oder? Nein, aber Nutella. Warum soll denn Butter meine Eins? Das weiß ich doch nicht. Kann doch sein, dass Butter einfach so, dass du dich beschlossen hast, so alles ist austauschbar außer Butter. Ja, aber als Kind habe ich auch literally auch immer Brot oder Brötchen oft nur mit Butter und einfach Zwiebeln, rohe Zwiebeln drauf. Es gibt auch so Zwiebelbaguette. Das ist auch so geil. Ja, gut, aber das ist ja so mit Röstzwiebeln. Ja, aber das so frisch und da einfach nur Butter drauf, ist auch geil. Richtig gut, ey. Oh, das stimmt. Oh, gesalzene Butter sowieso, also ich liebe gesalzene Butter. Die finde ja, da brauchst du auch oft gar nichts. Das stimmt, bei gesalzener Butter, halt auf die, ja. Auf die Unterlage drauf an, ne, bei so, ja, wie du sagst, so Zwiebelbaguette oder so, wo schon das Dingen an sich geil schmeckt. Ja, wenn das schon geiler Geschmack bei ist, stimmt schon, ne, dann braucht man nicht mehr viel. Nee. Außer Daumendickbutter. Ja. Mein Platz 1. Ja, jetzt, warte. Jetzt bin ich. Ja, ja, okay. Ich bin, ja. Mal gucken, ob ich drauf komme. Okay, ich gebe dir drei Versuche. Ich gebe dir nur zwei. Nee, ja, okay, aber dann kriege ich nach dem ersten aber einen Tipp. Hä? Was willst du bei einem Brotbelag für einen Tipp haben? Ja, weiß ich nicht, süß, kräftig. Ach so, ja, okay. Flüssig. Ja, okay, ja, okay. Flüssig. Ja, okay, okay. Ist es Matt? Nee. Jetzt habe ich nur einen Versuch. Aber es ist auch herzhaft. Es ist auch herzhaft. Hast du das schon mal in Gegenwart von mir gegessen? Dadurch, dass so Brötchen und sowas halt schon mehr so ein Frühstücksding ist, ja, wahrscheinlich nicht. Wenn du Polnischen machst. Außer am Festival vielleicht, ne? Herzhaft. Dann Leberwurst. Nee. Ah. Ja, mehr habe ich. Darf ja nicht weiter. Doch, frag noch einen. Frag noch einen. Aber ich brauche noch einen Tipp. Da kann man's schmieren? Nee, gar nicht. Nein, null. Nein. Okay. Ich weiß nicht, wo mein Kopf gerade war, dass ich habe einfach überlegt, obwohl ich gar nichts überlegen habe. Dann Salami? Nee, ich hatte ja Salami mit Käse schon. Das wäre ja jetzt weird. Moment. Verarschst du mich gerade? Moment, nein. Du trollst mich gerade, oder? Dein Mikrofon ist nicht wirklich wieder weg. Nein. Ey, aber diesmal wird legit nichts gemacht. Warum ist das denn jetzt schon wieder? Och, Marco. Aber wenn du sprichst, siehst du auch, dass nichts ankommt im Discord, ne? Moment, was bedeutet das? Gut. Ja, jetzt. Gut. Ja. Hörst du mich? Ja. Ich habe nichts gemacht. Hä? Ich habe nichts umgestellt, gar nichts. Ich auch nicht. Alter, ey, the fuck. Wir sitzen hier. Okay, und bei dir kam es auch noch an, okay. Ja. What the fuck? Also ich habe auch Ausschlag im OBS. Das klingt irgendwie auch nach einer sehr schlimmen Krankheit. Ja, aber im Discord kam nichts an. Meine Platz 1, Marco. Ach so, ja, stimmt. Spiegelei und Bacon. Du bist schon wieder weg. Ah. Hart gekochtes Ei, nee, mag ich nicht. Wieder da? Ja. Spiegelei und Bacon, ja. 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 Ja, okay. Ja, du hast gewonnen. Aber da natürlich auch, also ich persönlich bin auch so ein Typ, ich mag Spiegelei gewendet. Das ich muss, auch. Muss von beiden von Seiten beiden gebraten Seiten. Sein. Genau. Und dann schön mit so richtig, richtig crispy Bacon. Ja. Ich will nicht, dass der labbert, der muss so richtig knuspern. Bacon habe ich halt gar nicht mehr gedacht, weil wir hier eigentlich nie Bacon haben oder essen. Das ist bei uns auch sehr selten, aber ich habe es für dieses Wochenende habe ich es geholt. Wenn man das schon vorbereitet, Junge, wenn man schon in Vorbereitung aufs Frühstück eine Woche vorher einkauft, das ist schon, dann zelebriert man das auch schon, das muss auch mal sein, das stimmt schon. Man muss Einkäufe nehmen, wie man sie kriegt bei mir.
Aber es waren noch schöne Sachen gerade noch im Chat. Also Leberkäse muss ich auch, ich mag Pizza-Leberkäse, finde ich halt auch richtig lecker. Ja, ist auch schon ziemlich gut, das stimmt. Das auch in so einem Brötchen, so einem Leberkäse weg. Weißt du, hab ich das mal erzählt, als ich damals in der Grundausbildung, Bundeswehr-Grundausbildung war, da hatten wir, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es ein Bayer oder ein Franke war, und der hat dann auch die ganze Zeit von seinem Leberkäse weg gequatscht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist sein Leberkäse hin? Ja, wenn der weg ist, komisch. Ja, also, wo ist mein Leberkäse weg? Ja, dann holst du halt einen neuen. Mein Gott. Und hat er den halt rausgesagt. Ach, ja, weg. Weg. Alter Brötchen. Ja, das ist... Boah. Hat ein bisschen gedauert. Aber ja, ja, aber Ausländer versteht man manchmal auch echt schlecht, finde ja, ich. Schwer mir einen Chat. Oh, shit, stimmt. Und Ral, du nimmst das Brötchen, schneidest es auf und dann, also das Spiegelei nimmst du dann, packst es auf das Brötchen drauf und dann packst du den Bacon auf das Spiegelei drauf und dann machst du das Brötchen zu. Ral gerade gefragt, wie man das macht. Ja, weil Ral gerade verwirrt ist, inwiefern ist das Brotbelag? Ja, Brötchen oder Brot. Ne? Ja, und genau. Das ist eher Brötchen, soll ich sagen. Also aufs Brot. Ja, gut, gibt's auch. Aber Brot finde ich auch schwierig. Also ich finde, ich bin auch kein riesiger Brot-Fan, muss ich zugeben. Ja, es muss schon ein geiles Brot sein. Es darf halt nicht so dieses abgepackte in Plastiktüten, wo du halt keine Kruste hast, wo einfach die Kruste genauso die Konsistenz hat wie die Krume innen drin. Ich habe das Gefühl, das wird im Moment richtig, richtig schlimm. Ne? Ich habe nämlich auch die Woche Brot gekauft und ich hab mir diese Brotsorten angeguckt und habe jedes Mal gedrückt und die waren alle super weird. Ja, gut, also, das ist wahrscheinlich, weil alle erst vorher gedrückt haben. Nee, die ist wirklich, also das, also klar, ich will jetzt keine mega harte Kruste, ne? Aber so ein bisschen Widerstand sollte da schon sein. Und die ist einfach so. Da ist nix. Das ist nix, das ist keine Kruste mehr. Das ist einfach nur dunkles, verbranntes Brot drumherum. Das geht nur bei Weißbrot durch oder bei Toastbrot. Ne? Die Kruste, die muss nicht fest sein. Aber bei Graubrot oder beim richtig geilen Steinhofbrot, nee. Aber wie gesagt, also auf Brot mag ich, gut, Salami mit Käse finde ich auf Brot auch immer noch cool. Nutella mit Butter finde ich auch immer noch cool. Aber ja, also Spiegelei und Bacon, nee. Das stimmt Brot, schon. Also Brot muss ich sagen, weird. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, das wäre wahrscheinlich auch meine Eins gewesen. Das ist schon echt, das toppt nichts, das stimmt. Allein Bacon ist schon leider zu geil. Das ist leider wahr, ja. Ich auch mal gucken. Es soll ja, haben wir auch mal gesehen, veganen Bacon? Gucken. Ich weiß nicht, ob der... Das kommt halt drauf an, also wie die sich vorstellen, wie der am Schluss sein soll, der, glaube ich. Es ist so ein Teil auch Geschmack. Ich glaube, an den Geschmack kommt man ziemlich gut dran, weil ich glaube, beim Bacon ist nicht das Fleisch, was so krass schmeckt. Das ist, glaube ich, halt eher das Gepökelte oder weiß nicht, das, das schmeckt ja mega salzig. Ja. Fleisch ist ja also, nicht salzig. Das sollte man hinkriegen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die meisten Leute eher so diesen wabbeligen Bacon haben wollen. Ach, nee. Weißt du, und dass der halt nicht so geil kross wird. Ja. Dass der dann mehr nur trocken wird. Das stimmt. So Schuhsohle halt. Mhm. Der Schuhsohle ist ja so mega zäh dann noch. Wenn das noch dazu kommt. Genau. Du hast dann diese ganze Flüssigkeit, hast dann rausgebraten und dann ist nur so. Ja. Ja. Aber nee, probier's, ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich werd mal berichten, wenn ich dran denke. Also nicht. Ja, viele Leute mögen labbrigen Bacon. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, dass Leute labbrigen Bacon mögen. Doch. Vor allen Dingen, wir waren ja, als wir in Polen im Hotel waren, nur labbriger Bacon. Ekelhaft. Ja gut, aber im Hotel ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, weil der muss ja dann noch irgendwie warm gehalten werden und... Ja, aber der wird doch nicht von Cross wieder wabbelig. Dann wird der Asche. Wenn er wieder Flüssigkeit rein... Was auch geil ist, ist Bacon auf Pizza. Ja. So eine Bacon-Pizza ist auch mega gut. Aber dann muss der auch schon klein sein, finde ich. Also dann finde ich den Streifen nicht schön. Ja, es dürfen halt nicht so Streifen sein, weil dann, ja, wenn du es nicht direkt abbeißen kannst, dann hast du halt den ganzen Bacon so im Mund. Ja, genau. Und dann das halt müssen so Bacon-Bites sein. So. Bacon-Bites. 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 Also das ja, doch, fühle ich schon. Ja, okay. Jan, ich muss sagen, also heute, auch wenn es kein Wettbewerb ist, du hast die Top 3 gewonnen, sage ich.
Ich werde jetzt im Nachhinein noch Applaus einspielen. Danke. Ja, danke. Ja, ja, das ging raus an meine Fans. An meine Bacon-Fans. Und alle Vegetarier und Veganer. Danke. Sorry nochmal dafür. Ja, ich habe irgendwie noch irgendwas passiert. Das ist jetzt in 2 Wochen. Aber wir sind ja durch mit dem Top 3, ne? Das war ja deine 1, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich will jetzt halt nicht direkt in die 2v2 starten, weißt du? Ich glaube, das wird denen heute nicht gerecht. Ja, wir haben ja auch noch unsere Playlist. Dann machen wir doch die, ja, gute Idee, dann machen wir erstmal die Playlist. Was hast du denn für diesmal? Ich habe dieses Mal von We Came as Romans Daggers. Eine, ja, auch Metalcore, also auch ein bisschen poppiger. Mhm. Da ist vor 4 Jahren der Clean-Sänger gestorben, leider. Oh. Und das ist jetzt seitdem, also dieses Jahr kam ein neues Album raus, ich glaube auch erst vor kurzem. Und das ist jetzt das erste, nachdem der verstorben ist. Und das ist, ich habe vorhin das Album ein bisschen durchgehört, ist sehr gut. Also es ist überraschend heftig, es mir sehr gefällt. Und es ist auch so ein, ja, ziemlicher Tribut an den alten Sänger. Also gibt es auch ein paar Lieder, glaube ich, oder eins auf jeden Fall, das ist das jetzt nicht, was halt dem alten Sänger, dem Verstorbenen, gewidmet wurde. Ist auch sehr emotional. Okay. Aber geile Band, mag ich sehr gern. An was ist, also wie ist der gestorben? Weißt du das? Es war wohl eine Überdosis. Oh. Ja. Ich kenne jetzt nicht die genauen Umstände, aber ja. Ja, das ist ärgerlich. Ja. Und wir haben ihn sogar dieses, also, ich glaube, es war sogar 2018, wo wir auf dem im Pericon waren, im Pericon Festival. Und da haben wir sie noch live gesehen, da hat er noch gelebt. Mhm. Ich glaube, 1-2 Monate später kam dann die Nachricht. Ja, ich würde von Ninja Sex Party Unicorn Wizard draufpacken. Um die Stimmung wieder hochzureißen. Ja, mein Gott. Komplette Quatschband. Leid. Komplette Quatschband. Das kannst du jetzt so richtiger Dönekens. Das weiß ich nicht. Ah, ja. Okay, vielleicht schon. John, ja, doch schon. Ja, aber jetzt, also ich habe jetzt auch richtig Bock auf Unicorn Wizard. Jetzt? Schon, ja, dann hörst du nochmal an. Jetzt. Nee, jetzt. Okay. Gut. Gut. Wollen es ein bisschen schick machen. Ja. Und sonst so? bist du eigentlich öfter hier so? Weiß nicht. Okay. Wenn du magst. So. Ich richte mich da ganz nach dir. Hast du in 2 Wochen Zeit? Ich hätte nichts vor. Holst du mich ab? Klar. Oh, cool. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ah, ich hab's mir doch anders überlegt. Nee. Schade. Ich hab auch keinen Bock. Marco. Ja. Wollen wir uns in 2v2 reinquälen? Oh, ja. Also ich hab wirklich selber Angst. Ehrlich. Wollen wir es machen? Willst du diese? Ich bin halt echt gespannt auf. Eigentlich müsste ja die dann das große Finale sein, oder? Deine Frage? Mittlerweile habe ich sogar Angst, dass ich es überhyped habe, ganz ehrlich. Also solange ich so, weißt du? Jetzt habe ich so gepusht, ne? Die ganze Zeit. Was ist. Kommt jetzt so eine Frage: Nutella mit oder ohne Butter? Ja, das wäre jetzt dumm, weil die Antwort habe ich ja schon. Ich musste mir schnell noch eine neue überlegen gerade. Ich stehe die ganze Zeit am Google nebenbei wieder. Also willst du anfangen? Wenn das dann das Finale sein soll, ja, dann ja, muss ich das ja. I guess. Wie gesagt, ich habe Angst, aber lass mal so rummachen. Das ist okay. Ich hab diesmal sehr seichte Fragen. Mein anderes auch seicht, ja. Das ist schön. Kann man sich so die letzte nochmal so ins Finale reinpreschen. Okay, Jan. In Videospielen, vor allem Rollenspielen,
Hebst du da die Items auch immer auf, weil du denkst, auch, ich glaube, ich brauche die später noch mal, so Buff-Items zum Beispiel, wie so Schriftrollen oder so, oder irgendwelche Tränke. Und am Ende ist das Inventar damit voll und du bist zu overpowered, du brauchst es gar nicht mehr und dann verkaufst es oder so. Ja. Vor allen Dingen, du hast ja dann auch, du sammelst Sachen auf und dann denkst du so, ah, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das zu verwenden. Genau das. Und plötzlich gibt es eine bessere Variante von demselben Item, das du dann die ganze Zeit bekommst, ja. Und dann hast du die alten nie benutzt. Ja. Und hast ja. Aber auch keinen Verkaufspreis oder sowas. Nee, das ist einfach nur Trash dann. Du hast dann irgendwie nur Kacke im Winter. Ja, das habe ich leider schon sehr häufig. Ja, ich glaube, so geht's vielen. Ich probiere mir das jetzt so langsam immer ein bisschen abzugewöhnen, weil am Ende ist es immer so, weil du hast am Ende irgendwie noch was Krasseres. Deswegen denke ich mir jetzt so, okay, fuck it, ich nehme das jetzt einfach. Dann macht es mir jetzt gerade ein bisschen das Leben einfacher. Ja. Später bringt es mir nichts mehr. Wobei ich ja meistens gehe ich ja nach dem Schema lieber haben statt brauchen. Ja, auch. Deswegen, ja. Deswegen farmt man ja auch. Es ist bei sowas wirklich nicht so clever, das stimmt schon leider. Ja. Ah, okay, gut. Meine Frage an dich wäre, in welcher Show würdest du gerne mal Teilnehmer sein? In jeglicher Form. Ja. Ich bin gerade überlegen, hatten wir die Frage nicht schon mal? Wir hatten sowas nee, ähnliches warte mal. Schon mal. Stimmt, du hast gesagt, oder welche Show würde man gerne mal moderieren oder so, war das, glaube ich. Ja, aber ich glaube, mitmachen hatten wir noch nicht. Und da würde ich auf jeden Fall eine Quiz-Sendung, Quiz-Show. Quiz ist schon ziemlich cool, ja. Und wenn, gehe ich in die öffentlichen und sage gefragt, gejagt. Oh, das ist schon richtig geil, ey. Das ist schon richtig geil. Hab ich auch zuerst dran gedacht. Weil das gucken wir eigentlich jeden Tag. Das ist, auch ist immer so gut. Das, ich liebe es einfach. Alter, krass, ich wusste gar nicht, dass du es auch guckst. Nee, bei uns ist eigentlich immer so, ich stehe halt morgens auf, dann fange ich so gegen 9:30, 9 Uhr an zu lernen oder halt was für die Uni zu machen, wenn ich halt zu Hause bin. Das ist immer so bis um kurz vor 11, so 10:45, dann koche ich und um 11:15 beginnt gefragt, gejagt. Und ich probiere halt immer da fertig zu sein, wenn halt gefragt, gejagt anfängt. Aber ich glaube, wenn ich da mitmachen würde, wäre halt richtig blöd, weil ich glaube, ich wüsste zu wenig. Ich glaube, ich würde mir keine guten Chancen ausmalen, so. Ja, ich kann eigentlich ziemlich viele Fragen immer ganz gut beantworten. Ich hätte da schon richtig Bock drauf. Und jetzt, oh gut, Alter, jetzt können wir noch ein nächstes Thema aufmachen. Habt ihr diese Woche gefragt, gejagt geguckt? Nee. Abends? Nee. Ist gerade ein Special. Was denn? Ein Kandidat gegen alle Jäger. Das ist krass. Wie denn das? Es ist ein bisschen komplizierter. Also das normale Konzept ist ja, dass es gibt 4 Kandidaten. Mhm. Jeder ist nach der Reihe nach dran, muss dann so eine Schnellraterunde beantworten, kriegt für jede, also hat dann 2 Minuten oder 1 Minute. Ich glaube, eine Minute Zeit. Und für jede richtige Frage kriegt er halt 500 Euro sozusagen erstmal auf sein Konto. Und dann kommt halt ein Jäger, den dann so krasse Quizgötter. Das sind immer die, gibt so einen kleinen Pool aus 5 oder 6 Leuten. Und dann kann der Kandidat halt seinen Einsatz, wird dann halt angezeigt, wie viel der halt erspielt hat. Und der Jäger kann dann sagen, okay, sie können jetzt entweder weniger von diesem Betrag nehmen, dafür haben sie halt sozusagen eine bessere Chance, oder halt einen krasseren Betrag, dafür ist die Chance halt geringer, weil es gibt dann halt eine Frage, die müssen beide beantworten. Und wenn derjenige die beantwortet, dann gibt halt so eine Stufe runter. Wie soll man das am besten erklären? Das ist halt so ein riesiger Bildschirm, genau, das sind genau, mehrere Stufen. So, ja. Und pro Frage kann man halt, wenn sie halt richtig beantwortet ist, geht es halt eine Stufe runter. Und der Jäger jagt ihn dann sozusagen immer, ne? Und dann. Wobei man sagen muss, der Jäger, also dieser Experte, der weiß eigentlich gefühlt alles. Es ist also manchmal schon sehr krass. Aber da gibt es auch echt Unterschiede. Also manche sind echt übertrieben, dann gibt's so, denkt so, okay, gegen die könnte ich auf jeden Fall antreten. Hast du manchmal das Gefühl, ehrlich? Ja, schon. Vor allem so bei den neueren. Okay.
das Gefühl, wenn schon so ein paar Leute, da gibt es halt auch echt krasse, so ein Bibliothekar. Der weiß, also gegen den will ich auf keinen Fall, ich glaube, der hat das Gefühl, der weiß alles. Ja, aber wenn dann plötzlich Twitch oder YouTube-Fragen kommen, da bin ich aber, da sitze ich oder da und sage, yo, das das letzte hungrige Hugo-Video habe ich aber geguckt, da weiß ich aber komplett Bescheid jetzt gerade. Und diese Woche ist es halt so, jetzt sitzen alle Jäger oben auf so einer Kanzel und dann gibt es halt einen Kandidat, der muss erstmal, ich glaube, bis zu 5 Fragen beantworten. Auf pro Frage kriegt er 500 Euro. Wenn er aber eine falsch hat, dann ist es vorbei. Mhm. Also er kann maximal 2500 Euro erspielen. Dann ist es so, dann schaltet sich ein Jäger ein und sagt, okay, warte, wie ist das? Achso, genau, beide Parteien haben 60 Sekunden auf dem Konto. Und dann sagen die, also sie können jetzt um das der Spielte spielen, dafür nehmen nur 2 Jäger teil. Mhm. Und die Zeit bei den Jägern ist sozusagen jetzt nur mal 35 Sekunden. Okay, und das geht dann halt, dann der nächste ist dann, okay, jetzt nehmen 3 Jäger teil. Dafür können sie halt, keine Ahnung, anstatt 1.000 Euro, 10.000 Euro gewinnen. Ja. Dafür geht die Zeit dann aber ein bisschen höher, dann haben die Jäger mehr Zeit und es nehmen auch mehr Jäger teil. Das geht dann halt bis zum Ende, bis dann halt alle 5 Jäger teilnehmen können und halt die Zeit fast eine Minute ist, also wo dann halt Zeit fast gleich ist. Eieieiei. Bisschen kompliziert. Aber ich finde das Konzept mega geil. Aber das kann man, doch bestimmt auch in der Mediathek nachgucken, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Wow. Ich habe gerade noch gelesen, Zugvogel war mal bei Deal or No Deal. Krass. Deal or No Deal, das war das mit den Koffern, das war oder? Das mit dem Koffer, ja. Ja. Also Deal or No Deal finde ich halt auch schon cool, aber... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das funktioniert hat. Du hast ja am Anfang, also du hast ja, glaube ich, 50 Koffer und hast du einen ausgesucht und dann musst du ja nach und nach die anderen Koffer aufmachen lassen. Und dann hast du so eine riesige Tabelle außer auf 2 Spuren mit so von 1 Euro runter bis... eine halbe Million, keine Ahnung wie viel. Oder 100.000 oder sowas. Ja. Und je nachdem, welche Koffer du schon rausgeschmissen hast, kriegst du ab und zu so ein Angebot von diesem Notar. Wenn du natürlich die hohen Koffer schon rausgekickt hast, wird das Angebot natürlich immer geringer. Und du weißt halt bis zum Schluss eigentlich nicht, was in deinem Koffer drin war. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch fast nur Glück, oder? Gibt's da nicht irgendwie... Ja, es ist nur Glück. Also du kannst... Ja, nee, du hast ja keinen Einfluss drauf, welche Koffer du deswegen... Also du hast den Einfluss, aber du weißt ja nicht, was drin ist. So. Ja. Aber ich glaube, das wäre mir so von... Oh, ich würde mir da ewig Gedanken machen. So, von wegen so, ach, hätte ich doch das Geld genommen und ach, hätte ich doch den anderen Koffer. Ach, Mann. Aber 5.000 raus, das ist doch nicht schlecht. Ich meine, gut, du kannst immer davon ausgehen, du bist ja mit nichts hingekommen. Ja. Also... Entweder du gehst mit nichts nach Hause oder du hast gewonnen. Ja, also verlieren kannst du halt nicht. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich so für fast jeder. Es wäre halt mal geil, wenn du so eine Show kommst und so. Ja, also wir würden dann halt wirklich auch Geld verlieren. Das wäre cool, ja. Aber deswegen, ich weiß nicht so richtig, ob ich bei so einer Quizshow auch mitmachen würde. Weil ich mir denke, so, vielleicht weiß ich dann zu wenig oder so. Auch wenn man sich manche Kandidaten mal gefragt gejagt anguckt, denke ich mir auch, okay, die haben sich auch getraut. Okay, ja, stimmt schon. Aber vielleicht würde ich irgendwas, vielleicht mehr so eine Event-Show. Ich kenne nur Advent. Ich weiß nicht, so vielleicht diese uralten Stefan Raab-Dinger, weißt du, so. Weiß ich nicht. Ach so, sowas so meinst du eher. Turmspringen, WOG-WM, sowas. Oder Turmspringen bei der TwitchCon. Entschuldigung. Ja, da lieber nicht. Also. Ah. Aber das wäre auch cool. So WOG-WM kommt ja jetzt auch wieder. Ja, stimmt. Aber können da nicht nur Promis mitmachen? Oder gibt es auch so eine, wie heißt das, Wildcard? Ja, gut, das stimmt schon. Ja, ja gut, also für etwas, wo ich mich bewerben könnte, gehen wir mal so rum. Ja. Würde ich ins Big Brother Haus gehen? Boah, nee. Ich glaube auch nicht. Wie heißen diese Trash-TV-Formate? So hier. Sommerhaus der Stars. Da kommst du auch nicht einfach so. Temptation Island. Ja, oh, ich gehe zu Temptation Island oder so. Ich denk, da passe ich ganz gut rein. So zu diesen ganzen gut gebauten, durchgebräunten
Leuten, sage ich jetzt einfach mal. Menschen. Ich denke, da sehe ich mich schon, ja. Ja, also ja, da. Ja, doch. Ja. Oder hier, oh, wir können auch ganz so, also das sind alles nur Dating-Formate. Was will ich hier bei einem Dating-Format eigentlich? Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Fühlt mich auch irgendwie nirgendwo hingefühlt. Weil gerade war mein Gedanke noch dismissed von früher von MTV und das macht dann auch gar keinen Sinn. Einfach mal Jackass mitmachen. Ich glaube, da kommst du auch nicht einfach so rein, oder? Nee. Oh Gott. Okay, also ich merke, ich muss einfach berühmt werden, damit ich bei den Formaten mitmachen kann, wo ich mitmachen möchte. Ja, bist du auf dem besten Weg. X-Faktor. X-Faktor. Ich glaube, X-Faktor ist auch nichts, was du dir aussuchen kannst, oder? Da müsste mir halt eine richtig abgefuckte Geschichte passieren irgendwie. Dass mich mein Spiegel bringt. Du bist doch kein Teilnehmer bei X-Faktor. Das sind kleine Filme. Ja, okay. Du bist halt Schauspieler. Okay, gut. Ja, wenn ich danach gehe, dann könnte ich auch Ups, die Pannenshow sagen. Ja. Oh, oder Verspeisen Sie Arsch. Verstehen Sie Spaß. Verspeisen Sie Arsch. Oh, hier irgendwie das perfekte Dinner oder so. Wäre auch ja, lustig. Oh ja, stimmt. So, was gibt's heute? Ich glaub, das würde ich Pesto-Nudeln. Ich hab bestellt, ihr Vollidiot. Hier, eine Flasche rum und los geht's. Schöne Pizza bestellt. Was hast du gekocht? Ich? Gar nichts. Doch, ich pack das vorher nochmal schnell in den Ofen oder so. Gut, aber ich glaube, diese Frage haben wir jetzt ja ausführlich beantwortet. Ja. Also, da musstest du wahrscheinlich ein bisschen überlegen. Was ist designtechnisch dein Lieblings-Pokéball? Designtechnisch? Ja. Ach du meine Güte, ich gehe auf Google und gucke mir erstmal Pokébälle an. Oh, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, das hätte ich auch machen sollen. Es gibt halt sau viele. Ja, schon. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein richtig geiles Podcast-Ding, ne? Ja, schon. Ich nehme den Mondball. Mondball? Oh, schön. Das war der mit dem Mond drauf. No shit, Sherlock. Also ich bin beim... Also ich finde den Jubelball irgendwie geil, weil der komplett rot ist. Dann mag ich den Primierball, diesen weißen. Den finde ich auch ziemlich cool. Eigentlich auch der Meisterball, aber ohne diese Nippel obendrauf. Ja, die Nippel sind scheiße, ne? Ja, die nerven. Und dann halt von der notwendig oder von vom Effekt mag ich am liebsten den Flottball oder Quickball. Okay. Weil Quickball, der ist halt immer ne, direkt am Anfang werfen, dann ist er am effektivsten. Danach ist er so effektiv wie normaler Pokéball, aber wenn du halt so einfach nur deinen Pokédex vervollständigen willst, dann hast du den eigentlich immer drin. Ja. Und halt den Darkball, weil der ist halt, wenn du nachts spielst, gut oder in Höhlen. Ja. Cool. Oder Timerball, falls der Geldfonds ein bisschen länger dauert. Gut. Ja, war ich habe gesagt, ist ein sehr optisches Ding jetzt auch gewesen, leider. Ja, na klar. Klar. Das tut mir jetzt natürlich leid. Ja, ne, es kommt halt immer auf die Situation drauf an, für was du den Pokéball halt gerade brauchst. Das meistens stimmt schon. Pokémon fangen, aber halt wann, wo, warum. Aber ich bin ja mehr so ein Fashion-Mon-Spieler. Da ist natürlich auch, der Pokéball ist auch schon essentiell. Also, ja, der ist mir eigentlich scheiße. Ist auch egal, was drin ist eigentlich. Hauptsache, der Pokéball ist cool. Also so gehe ich an das Ganze ran. Weißt, wie ich daran gehe? Ich finde keine Überleitung. Ich wollte irgendwie auf deine Frage überleiten, aber das war mega dumm. Ja, also ich denke, Pokémon fangen und Kämpfe ausrichten, mit denen ist ja kein Verbrechen. Aber Marco, wenn du entscheiden könntest, welches Verbrechen nie wieder begangen wird auf der ganzen Welt. Ja. Und du könntest es verhindern und auslösen, dass es nie wieder passiert, indem du es selber begehst. Was wär's? Boah, Alter. Okay. Du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Die ist krass. Die Frage ist hart.
Ja. Boah. Ich bin wie so oft sprachlos. Boah, das kann man halt auch so krass diskutieren irgendwie. Also das Erste, was ich würde jetzt sagen, so was mir spontan einfällt, ohne so wirklich drüber nachzudenken, wäre halt erstmal Mord. Und da kannst du dann noch irgendwie, ja, klar, du musst dann den Mord begehen. Aber weiß derjenige, der getötet wird, darum? Also weiß der, dass danach kein Mord mehr passiert? Marco, würdest du es glauben, wenn es dir jemand sagen würde? Also wenn ich jetzt sagen würde, Marco... Alter, wie hast du dich denn auf diese Frage vorbereitet? Marco, wir haben jetzt die Chance. Wenn ich dich jetzt umbringe, wird niemand wieder auf der Welt umgebracht. Da guckst du mich da und sagst... Bist du bescheuert? Nimm irgendjemanden, der nur 2 Stunden zu leben hat. Ich hab dich nur gefragt, ob wir noch einen Rum Cola trinken wollten, Jan. Was soll denn das jetzt plötzlich? Ja, aber ist ja auch so ein Ding. Du kannst halt auch zum Beispiel irgendjemanden umbringen, wo halt sicher ist, dass der halt nicht mehr lange zu leben hat oder, weiß ich nicht, sich gerade umbringen will. Schubst einfach noch von der Brücke ja, oder so. Ja, ja, ich meine, es ist ja dann auch Mord. Aber gut, in solchen Situationen ist man ja auch nicht so häufig. Nein, eigentlich nicht. Boah. Und wie definiert man auch Verbrechen? Also so ein Verbrechen, wo du halt für... belangt wirst. Ja, okay. Weil ich würde jetzt zum Beispiel sowas wie, ich sag mal, Umweltverschmutzung, dafür wird ja keiner belangt. Das ist ja auch mein, also ich würde jetzt mal sagen, in vielleicht... Oh also, doch, oh doch, ich hab was. Ja. Ist ja in Deutschland eigentlich verboten, die Kippe auf die Straße schmeißen. Das würde ich machen, weil das würde viel Gutes tun. Ja. Und eine Kippe. Ja. Doch, damit gehe ich. Das ist schon, ist natürlich auch, also von der Schwere deines eigenen Verbrechens natürlich sehr klein, aber ja. in der Masse, ja. 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 Es ist halt natürlich, es ist ja nicht überall verboten, also gilt es dann auch nur da, wo es wirklich verboten ist, oder? Ja, nee, das passiert dann nirgendwo jemals wieder, würde ich sagen. Ja, dann würde ich das machen. Weil ich gehe davon aus, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche, sagen wir jetzt, du würdest sowas wie Vergewaltigung nehmen. Mhm. Es gibt bestimmt Länder, die halt auf so einem Stand sind, wo Frauen halt keine Rechte haben und das ist dann vielleicht da auch nicht als Verbrechen zählt. Ja. Ja, okay, ja. Aber... Also, das ist eine harte Frage. Ich müsste dazu, bräuchtest du... Du könntest eigentlich eine Studie drüber machen. Ja. Ja, ja. Ja, das wäre halt... Ja, wenn du sowas wie Vergewaltigung... Das ist halt auch krass. Aber... Das aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und ich würde zu dir sagen, Marco, wenn ich dich jetzt vergewaltige, wird nie wieder ein Mensch auf der Welt vergewaltigt. Ich bleib. Oh Gott, das schmeiß ich meine Kippe weg. Das ja, ist, ja, du hast nee, es eingebracht. Ja, es ist jetzt auch blöd. Sorry, ne, also das ist jetzt natürlich auch. Es ist ja nichts, aber ne, ihr wisst, das ist jetzt, ja. Es ist ja ein Dönekens-Podcast, Leute. Ich finde es selber auch schwierig. Ich bleib bei meiner Entscheidung. Weil die ist auch echt gut. Weil ich glaube, es gibt viele Verbrechen, also es ist halt hart, das überhaupt zu begehen so. Ja, und es hat ja, ja immer einen Grund, schon. Wieso man solche Sachen nicht macht. Weil man normalerweise... Verboten ist? Das sollte eigentlich also, nicht der Hauptgrund Gott, sein. aber ich... Ups, scheinbar. ich denke eher, dass dein eigenes... Ja, dein eigenes ja, Ding dich halt davon abhält, dein Gehirn. Ja. Das deswegen, also ich fänd fast alles cool. Also nicht, ne, aber. Das Thema. Mann, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich weiß es auch nicht. Also, vielleicht.
Also es dürfte nichts sein, wo ich jetzt irgendwie jemand anderem wirklich Gewalt antue, weil ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen, das selber zu tun. Ja. Und das irgendwie aus meinem Kopf wieder rauszukriegen auf Dauer, würde ich, glaube ich, nicht unbedingt hinkriegen. Das ist halt so ein Märtyrerstatus, ne? Das wäre dann auch. Aber halt. Ja, aber. Ja, wer ist dann der Märtyrer? Derjenige, den du das antust oder du? Eigentlich derjenige, der es erträgt, ne? Ja. Aber die Person kann halt auch nichts gegen, also wenn ich jetzt irgendwas an einer Person mache, kann die auch nichts gegen mich sagen, weil alle anderen sagen so, ja, aber ey, dadurch passiert es halt nie wieder. Chill halt mal. Junge, hätte ich mal abgesagt für heute, ey. Nee, krasse Frage. Vor allen Dingen ist die Frage, wird man selber dafür belangt? Also. Ja, muss ja, es ist ja trotzdem weiterhin verboten. Hm. Es passiert also, halt nur nicht mehr. Also ich will auch nicht ins Gefängnis jetzt, ne? Also. Deswegen Kippe wegschmeißen, dafür kommt man nicht ins Gefängnis. Hm. Und meistens wird man dafür nur nicht mehr belangt. So wie es aussieht. Das stimmt. Dann würde ich. Tiermisshandlung. Was? Tiermisshandlung. Tiermisshandlung? Ja. Mhm. Ich frage jetzt auch nicht weiter nach, das. Nee, ist gut. Ja. Ich boxe einen fremden Hund und dann wird nie wieder irgendeinem Tier Schaden zugefügt. Ja, okay. Doch, das mache ich so. Okay. Gut. Ich ziehe das jetzt durch, Marco. Alles klar, hol dir einen Hund. Ich hole mir den. Nee, was anderes? Oh, nee, schwierig. Bin ich sehr, sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall. Es ist blöd, dass man das selber beantworten muss. Ich sag doch, es ist die letzte Folge. Wir sind gecancelt jetzt. Jetzt scheiße. Wir sind raus, glaube ich, auch für heute. Also das VOD wird direkt gelöscht. Ja. Nee. Ja, komm mal, dann lass zum Ende kommen. Dann, ja, das ist eine gute Idee. Das ist ein schöner Abschluss. Ich denke auch. Mit den Gefühlen geht man gerne raus. Mhm. Marco, sag mal nochmal Tschüss, damit ich es schneiden kann. Achso, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, für die rege Anteilnahme. Und ja, Jan, auch dir vielen lieben Dank. Und wir sehen uns, hören uns in 2 Wochen wieder. Einfaches Tschüss jetzt auch getan. Marco? Jan? Mach es gut, mein Lieber. Du auch. Ich hab dich ganz lieb. Ganz toll lieb. Bis dann. Stop it, run. Stop it. So, Schluss jetzt. Macht's gut! Tschüss! Ich aus diesem